Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und damit, ja, guten Abend an meinen Co-Moderator Tom Rath. Hallo Tom. Hallo Arti, wie immer. Hallo liebe Zuschauer. Und wir schauen heute mal eine Doku. Ich weiß gar nicht, ob, nee, es wird schon eine Doku sein, ein Meinungsbeitrag, irgendwas. Und zwar heißt dieses Machwerk Skobel, Rassismus, das schleichende Gift. Und das lief auf Dreisat. Und wir ja, schauen es auch tatsächlich in der Dreisat-Mediathek. Vorbildlich. Genau, wir machen es vielleicht so. Ich lese mal kurz vor, was hier in der Mediathek dazu steht. Und du kannst vielleicht noch uns aufklären, wer oder was dieser Skobel ist. Weil ich kannte den oder kenne den gar nicht. So, Skobel, also dazu den Beitrag. Skobel, Rassismus, das schleichende Gift. Rassismus ist allgegenwärtig. Er tötet, diskriminiert und grenzt aus. Er vergiftet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Trotzdem hält sich diese menschenverachtende Ideologie. Auch wenn die Wissenschaft längst gezeigt hat, dass es keine Menschenrassen gibt, halten weltweit trotzdem viele daran fest. Spätestens seit dem Wiederaufflammen der Black Lives Matter-Proteste steht der Begriff Rassismus wieder im Zentrum der Diskussion. Die vielen Aspekte zum Thema Rassismus diskutiert Gerd Skobel mit seinen Gästen. Ach, das ist wie soll man sagen, eine Diskussion hier, oder was? Eine Podiumsdiskussion. Ja, Da wir bin werden ich es mir gleich nicht merken. sicher. Genau, und das lief am 25. Februar 2021. Also ein Jahr kann man sagen, oder ein halbes Jahr nach diesen großen Black Lives Matter-Protesten in den USA. Wir erinnern uns, der George Floyd, der wurde ja ermordet im Mai, glaube ich, 2020 oder Juni, irgendwann im Sommer. Und dann gab es halt diesen Sommer der Liebe, wo viel und schön protestiert wurde. Fiery, but mostly peaceful. Ne? Also Natürlich, ja. feurig, aber größtenteils friedlich. So, und die Gäste, die wir heute halt sehen, sind Christian Geulen, ein Professor für neueste Geschichte. Dann, ja Gott, das klingt jetzt schon so rassistisch, aber ich kann den Vornamen schlecht aussprechen. Nkechi Madubuko, promovierte Soziologin, was sonst? Journalistin, Referentin und Diversity-Trainerin. Das hat mich überrascht. Jawohl. Und Ulrich Wagner, Professor für Sozialpsychologie an der Philipps-Universität Marburg. Das ist der harte Aha. Hund bestimmt, der CDU wählt. Ja, genau, das ist hier der harte Kack. Keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Wir haben Ja, uns das einfach ausgesucht, weil der Titel so reißerisch klang, ne? und als wir es jetzt lustigerweise getestet haben, ob es läuft, ist uns aufgefallen, dass anscheinend damals im linearen Fernsehen vorher diese lustige Doku lief, die Macht der Vorurteile, die wir auf unserem Kanal schon mal beleuchtet hatten. Und also wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Ja, Das wird okay. jetzt Ja, also sozusagen diese tolle Doku, bei der wir nicht ein scheiß Beispiel so wirklich gefunden haben für den harten Rassismus und die Vorurteile. Vielleicht wird uns jetzt Skobel und seine Gastcharge da endlich mal was Ordentliches präsentieren können. Ach so, und das wäre schön. Skobel ist so eine Art, naja, früher hat sich der König einen Hof nahe gehalten und hier hält sich CDF und ARD so eine Ein Art Skobel. Hofphilosophen, der Ah, aber okay. halt hochgestochen das Narrativ weiter verbreitet. Er hat wahrscheinlich auch ein paar Bücher geschrieben, ne? Was man halt so Alles macht. klar. Ja, ich kann hier mal rein switchen. Und dann, ich drück mal Play, ja? Ich bin bereit, ja. Gleichen Chancen zu haben, auch wenn man anders aussieht, anders glaubt, kurz anders lebt, das wäre schön. Doch wie der Film zeigte, haben wir alle immer gewisse Voreinstellungen, also auch Vorurteile. Entscheidend ist daher, dass wir darüber Bescheid wissen und vor allem, wie wir damit umgehen, wie wir handeln. Diskriminierung bewirkt etwas bei anderen, aber auch bei uns selbst. Klar, Wissenschaft und Aufklärung sollen unsere Vorurteile wegräumen, sie beseitigen. Heute müssen wir aber erkennen, wie tief verstrickt wir in Menschenfeindlichkeit und Markierungen, also in Biases, Bewusstseinsverzerrungen und Voreinstellungen sind, auch in den Wissenschaften. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute zum Thema Rassismus, das schleichende Gift. Keine schöne Einsicht. Und viele wollen sie nicht wahrhaben und verdrängen sie, dass wir alle selbst verstrickt sind in Prozesse der Diskriminierung und des Rassismus. Einstellungen, die tödliche Auswirkungen haben können, von Halle bis Hanau. Rassismus ist das Gift der Menschenfeindlichkeit. Es zeigt sich im Holocaust ebenso wie im Alltag. Alter, Alter, da okay. kommen jetzt wirklich Es alle hat Begriffe. nicht mal eine Minute gedauert, bis wir beim Holocaust gelandet Ja, sind. Also, genau, wir sind bei exakter Minute. das ist ja wirklich etwas schnell eskaliert, oder? Also. Boy, der escalated quickly, aber richtig. Oh Gott, vor allem bringt er jetzt auch noch solche Terroranschläge wie Hanau und so. Ja, Rassismus. Also,
Ja, das ist einfach der Brunnen wird hier schon hart vergiftet. Ja, Also, was hier für eine Suppe gerührt wird. können wir uns fast eine Scheibe von abschneiden. Das ist Was ich auch nicht nochmal Brunnen sagen muss, bauen, ja. ich möchte vielleicht nochmal daran erinnern, wie dieser Film, den wir letztens gesehen haben, die Macht der Vorurteile, das lief ja jetzt hier davor und auf den bezieht es sich, wie das geendet hat. Und zwar hat er ja gesagt, dass wir alle in diesen Rassismen verstrickt sind. Und zwar ja tatsächlich so, die hatten so einen Test gemacht zur In-Group-Out-Group-Präferenz, Stimmt, diese stimmt. Leute. Und da kam halt tatsächlich raus bei den meisten, dass die Schwarzen, und die jetzt sich so Antirassismus auf die Fahne geschrieben hatten, dass die mehrheitlich jetzt zum Beispiel schwarze Leute bevorzugt behandeln würden und Weiße die Weißen und so weiter. Und ich hatte dazu damals ein Video empfohlen vom Among the Ruins, das ist einfach, wo er sich auf viele verschiedene sozialpsychologische Theorien und Studien gestützt hat. Das ist einfach so im Menschen angelegt. Man hat eine In-Group-Präferenz. Das ist nun mal so natürlich. Man sollte vielleicht nicht danach handeln und sein ganzes Leben danach ausrichten, aber da so den Teufel an die Wand zu malen, du bist dann du, der böse Nazi, es ist nun mal irgendwo in uns so angelegt, schon in Kindern. Weil das Video so gut ist, würde ich es dann nochmal unter das Video packen als Ja, Link. ich tue das gerne rausschauen. Das ist so eins der besten YouTube-Videos, was ich je auf YouTube gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Also Among the Ruins, großartiger Kanal, deutscher YouTuber, schade, dass er nichts mehr macht. Ach, ist Ja. sogar. Okay, ja. Ja, ganz, ganz großartiger Typ, ja. Und was hältst du bis jetzt von unserem Hofphilosophen hier? Dem guten Herrn Skurbel? Also, der hat jetzt nur eine Minute geredet, aber ich weiß genau, was ich von dem zu erwarten habe. Ich habe Ja, den noch nie ne? gesehen, aber ja, ich weiß genau, Er was gibt sich so abgeht. ein bisschen hemdsärmelig hier mit ohne Krawatte und so, aber. Ja. Ja, komm, weiter mit dem Holocaust, auf Jo. geht's. In ethnischen Säuberungen, ebenso wie in den NSU-Morden, in der Alltagssprache, ebenso wie auf der Straße, kurz, in allen Formen alltäglicher Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit. Und ja, übrigens, alltägliche geil. Diskriminierung ist ethnische Säuberungen und Ja, NSU-Mord und ja, so. ja. Hm. Alles klar, ja? Ja. Slippery Empathie slope, haben ja. Tiefe. Ja. Im Westen reichen die Ursprünge des Rassismus weit in die Antike zurück. Der griechische Philosoph Aristoteles entwirft eine Theorie der Sklaverei. Ah, geil, bald werden wir alle Aristoteles-Büsten auch noch abreißen. Pass Ja, auf. oh, ist das geil. Also wirklich, wenn Auch dich jemand den. fragt, wofür ist Aristoteles bekannt? Rassismus! Gegen Ja, Ausländer. Rassismus gegen Ausländer. Oh Und nein. wie es auch schon Niemand losging glaubt mit so. im Westen, ne? Ja, im Westen vor allem, genau. Als wären Gut, die dass du Chinesen sagst. zum Beispiel nicht übelste Hardcore-Rassisten. Nee, gar nicht. Oder Aber irgendwelche gut. anderen Leute, das ist Er hat unfassbar. natürlich unsere westliche Rassismusschule gegründet, Herr guter Aristoteles. Dafür ist er bekannt, für irgendwelche Wasserverdrängungsexperimente und für Rassismus. Abgelehnt. Griechische Mann sei vernunftbegabt, Sklaven dagegen sind Barbaren und in der sozialen Ordnung ganz unten. Heuriger. Im westlichen Kulturkreis taucht der Begriff Rasse erstmals im 13. Jahrhundert auf. Durch das Christentum entwickelt sich während der Reconquista in Spanien die Vorstellung vom reinen christlichen Blut. Um dieses Blut rein zu erhalten, werden Juden und Muslime gezwungen. Was hat das jetzt mit einer Rasse zu tun? Da geht es um eine Glaubensblutlinie, wenn man so möchte. Das ist doch jetzt hier in Spanien, was die heute noch feiern, dieses Volksfest, wo die sich eben diese Hüte anziehen. Ja. Also, ich finde es ein bisschen sehr wild, dass man jetzt ausgerechnet damit anfängt. Also, das Naja, hat ja auch ich diese Ku Klux Klan-Assoziation, die wollte gerade vielleicht wecken sagen, wollen. ja, beim der Aber Nomi denkt, ach du Scheiße, der Kuckucksklan. Ja. wie albern. Ach so, ja, dass das so eine, für ihr Narrativ so eine Legitimation ist. Das Narrativ ist so, das ist in unserer Geschichte so angelegt. Ja, zum Beispiel Kuckucksklan, die beziehen sich einfach nur aufs Christentum, so halt. Oh Gott. Wir lassen Also den mal so kurz Männer ausreden. mit Ich, spitzen Hüten sind böse. Das ja, ist, was hier tut mir leid, dass transportiert ich da wird. jetzt so einhaken musste in dem seinen Satz, aber einfach wie ich dieses Bild hier gesehen habe, ich konnte es gar nicht so richtig einordnen, was sie uns jetzt sagen wollen. Ich mache noch mal kurz zurück. Einen Moment bitte. Reinen christlichen Blut. Um dieses Blut rein zu erhalten, werden Juden und Muslime gezwungen, zum christlichen Glauben zu konvertieren. Einen Tiefpunkt findet die Diskriminierung schwarzer Aber im 16. Warte, da muss ich jetzt auch noch mal einhaken, ja, mit der Reconquista. Das ist ja auch so krank verkürzt jetzt. Also die Reconquista, die war ja, wann im 8. Jahrhundert oder so, wo die Muslime die iberische Halbinsel eingenommen hatten Die und die Spa Reconquista war ein bisschen später, das war die Wiedereroberung von Spanien sozusagen. Ja.
Also die haben ja okay. die ganze Vorgeschichte weggelassen, dass der Islam erstmal fröhlich kriegend oder kriegerisch expandiert ist aus Saudi-Arabien ja. bis vor Wien und bis ja vor die Pyrenäen fast. Ja. Und dann erst die Reconquista war eigentlich eine, ja, wie soll man sagen, eine Verteidigungshandlung. Und das wird jetzt hier so als Mensch, die haben so die bösen Muslime gezwungen, den christlichen Glauben anzunehmen. ja, kleine, das war jetzt auch wieder so krass verkürzt. So, Hauptsache bleibt was beim Zuschauer hängen. Du hast es ganz richtig übrigens gerade wiedergegeben. Ich habe hier mal kurz gegoogelt. Ich hatte das, komischerweise zeitlich hätte ich das viel früher verortet, die Reconquista. Mhm. Ich hatte irgendwie mal 8. Jahrhundert letztens gelesen. Aber ja, das hat sich tatsächlich ziemlich lange gezogen. Ich habe hier so eine Karte mit verschiedenen Phasen offen. Und die letzte, also ganz, ganz zurückgedrängt wurden erst 1492. Hm. Also ist hier zumindest so die letzte Phase dann. Ich glaube, das war Granada oder sowas, ne? Genau, genau. Granada, so Südzipfel hier der Iberischen Halbinsel. Alter, woher weißt du so gut Bescheid? Manchmal habe ich Momente. Ja, Arti, der ist einfach richtig gebildet. Das muss man geht einfach sagen. So, geht so, aber... Es ist ja auch nicht so, als hätten die Muslime, wenn sie irgendeine christliche Stadt erobert hätten, nicht genau dasselbe Ritual gemacht. Entweder du nimmst jetzt den muslimischen Glauben an oder du hast halt keinen Kopf mehr. Ja. Das war damals halt so. Und vor allem, was mir ja ganz sauer aufstößt, ist jetzt schon wieder diese Vermischung von Glaube und Rassismus. Ja, also, genau, genau. Du kannst auch als Schwarzer christlich sein oder muslimisch. Also das schmeckt mir gar nicht, so diese... Also als religiöser Mensch diese Verbindung, dass ein Glaube nur was mit einer bestimmten Ethnie zu tun haben würde. Also klar, Weiße sind mal mehrheitlich christlich und so weiter und so fort. Ich muss das jetzt mal auseinanderklamüsern, aber dass es nur so ist, ein Glaube ist ja ein Denkungssystem vor allem. Also, ach. Ja. Ui. Na gut, lass mal weitermachen. Gehen wir jetzt zum schönen Sklavenhandel anscheinend. Ach so, alles klar, ja. Da haben wir wirklich mal alles abgefrühstückt, was so. Ich meine, ich finde es ja ganz gut, dass sie so ein bisschen das historisch hier aufarbeiten und nicht irgendwie durch die Zeiten hin und her springen. Aber wie du schon sagst, es ist hart verkürzt und es wird immer gesagt, der Westen ist böse. Bis jetzt. Ja, und wir sind erst bei 2 Minuten, was die hier wirklich in ein paar Sätzen abhandeln. Ja, ich prophezeie bei 2:45 sind wir beim Holocaust. Pass auf. Ja, ja, wird echt so sein. Infolge der Eroberung der neuen Welt. Millionen von Afrikanern werden als Arbeitssklaven nach Übersee verschleppt. Die Hälfte von ihnen stirbt auf dem Weg dorthin. Seit dem 18. Jahrhundert wird die sogenannte Rassentheorie entwickelt. Man versucht, Menschen aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale wie Hautfarbe, Behaarung oder Schädelform in Menschenrassen einzuteilen und zu hierarchisieren. Die damals populäre Rassenkunde ist, wissenschaftlich gesehen, unhaltbar. Mithilfe der Rassentheorie legitimieren die Europäer ihre kolonialen Gewalttaten an indigenen Bevölkerungen in Afrika und Amerika und geben sie als Akt der Zivilisierung aus. Dabei dient der Rassismus vor allem der Rechtfertigung ökonomischer Unterdrückung und Ausbeutung. Da würde ich ja sogar so mitgehen, dass das so damals gehandhabt wurde. Das ist ja so ein ganz großer Widerspruch auch immer in der US-amerikanischen Verfassung gewesen, die ja gesagt hat, alle Menschen sind gleich. Und dann hatten die halt das Problem, dass sie diese Sklaven auf den Plantagen hatten. Ja. Und der Ausweg war halt zu sagen, ja, das sind übrigens keine Menschen, ne? Und dann war wieder alles tutti frutti in ihrem Weltbild. Ja, das musste halt irgendwann auf die Füße fallen, ja. Ja, also so dieses Thema Sozialdarwinismus fand ich jetzt auch aus meiner Sicht gar nicht so super schlecht wiedergegeben, aber auch da, mir wäre es lieber, die machen irgendwie eine harte Doku zu dem speziellen Thema, als das jetzt hier so abzufrischen. Da war es halt wieder, also man kann es ja nicht mal verkürzt nennen, das war halt so dieses klassische Autoritätsargument. Er hatte gesagt, hier, da war diese Rasseneinteilung war populär. Und der nächste Satz war, und das ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar. Genau, Punkt. Warum ist das nicht haltbar? Und da kam und so gar nichts. Ja, das war einfach, die Wissenschaft sagt das, Punkt. Gut, die machen das hier, natürlich ist uns beiden bewusst, die machen das hier so verkurzt, weil das ja nur das Intro ist und die irgendwo hinwollen. Aber das Problem ist, die tun ja hier schon in den ersten paar Minuten einfach diesen Brunnen so vergiften. Also die rühren das so, schon so, die bereiten für alles, was noch kommt, sehen die jetzt so den Boden. Aber es ist halt ein Mikrowellengericht, es geht halt sehr schnell.
Ja, und man muss da tatsächlich hier schon einhaken bei den Punkten, weil das ist ja so die Hinleitung zu dem, was dann falsch sein würde. Also, das ach, wird zu Black Lives Matter enden. Ja, ja. Genau. Im Dritten Reich wird der Kulturkampf der Rassen und die Überlegenheit der arischen Rasse zur Staatsdoktrin. Ich habe mich übrigens um 15 Sekunden verschätzt. Das tut mir leid, liebe Zuschauer. Es hat 3 Minuten gedauert. Das ist ein bisschen... Sie hetzen doch nicht so durch, wie ich gedacht habe. Ja, sie haben der Ermordung und Vernichtung der Juden gipfeln die Rassengesetze im größten organisierten Völkermord der Neuzeit. Obwohl Afroamerikaner in den USA seit 50 Jahren offiziell die gleichen Rechte wie Weiße haben, bleiben Rassentrennung und soziale Ungerechtigkeit bestehen. Ausgeübt durch die weiße Bevölkerung und die Staatsgewalt. Alter, was? Die Tötung des Afroamerikaners George Floyd 2020 durch Polizisten. Okay, willst du das kurz kommentieren? Die Ungerechtigkeiten bleiben fortbestehen. Ausgeübt durch die weißen Menschen und die Staatsgewalt. Ausschließlich durch die Weißen und die Staatsgewalt, ja. Also die Weißen sind immer noch die Plantagenbesitzer anscheinend, die die ganze Zeit mit der Peitsche auf die Schwarzen eindreschen. Ja, und vor allem alle Weißen, ja, genau. Ja, da wird gar nicht so differenziert, so die weißen Plantagenbesitzer oder so, oder was weiß ich, ja. Nee, es sind einfach die Weißen, sind die Weißen. Ja. Ja, ja. Selbst der weiße Penner spuckt den schwarzen Geschäftsmann an. Also es ja, genau. Und er kennt es nicht. Und herrscht über den, ja, genau. Ui. So, jetzt kommen wir hier zu Black Lives Matter. 20 durch Polizisten. Wir hatten ja auch gerade den George Floyd gesehen, nachdem er die Banane gekauft hat. Kein Scherz. Lest es nach. Gibt der Black Lives Matter Bewegung, die sich gegen Rassismus und Polizeigewalt richtet, wieder riesigen Auftrieb. Und es ist natürlich super, gegen Polizeigewalt einfach alles abzufackeln. Das ist immer das Richtige. Und auch noch das eigene Viertel, wo die eigenen Leute leben. Ja, genau. Und sich dann beschweren. Ist ganz clever. Auch in Deutschland kamen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit immer wieder auf. Im Oktober 2019 erschießt ein Rechtsextremist in Halle 2 Menschen, nachdem er vergeblich versuchte, gewaltsam Zugang zur Synagoge zu bekommen, in der er Angehörige des jüdischen Glaubens ermorden wollte. Im Februar 2020 tötet in Hanau ein anderer Rechtsradikaler 10 Menschen. In den sozialen Medien breiten sich Rassismus und Hassreden gegen Minderheiten und Ausländer immer unverhohlener aus. Also ich denke wirklich, das sind so richtige Chloe-Posts. Also die wir gerade gesehen haben? Ja. Das leuchtet doch im Dunkeln aus 10 Kilometer Entfernung. Das ist ich habe ja da nicht leider gerade nicht ganz so drauf geachtet. Tut mir leid, was haben die gesagt? Ja, sowas wie, wir brauchen die Gaskammern zurück und solche Scheiße. Also, wer zur Hölle sagt das? Ach so, ja, das ist wirklich... Das schreibt ja nicht mal einer im Honigforum. Das ist... das will was heißen, ja. Die geben sich noch wenigstens Mühe, die glaube ich so. Also, die sehen den Boden langsam, aber ja, nee, das ist wirklich dämlich. Also das schreibt wirklich irgendein Dreisat-Mitarbeiter, damit er das schnell abfotografieren kann. Ja. Wir hatten doch letztens Zivile Helden geguckt. Da haben wir immer gelernt, Screenshot machen und melden. Ne? Ja, nicht. Nein, wir haben den Screenshot gemacht und gemeldet. Ja. Oh Gott. Und wie ist das eigentlich mit Metall und Hanau, was jetzt hier aufgezählt wurde? Ist gut, dass du dazu kommst. Ich habe nämlich auch, wie die das hier gemacht haben, habe ich hier angefangen zu googeln. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei den beiden Fällen nicht ganz so tief drin bin. Aber jetzt... Also, was sie jetzt gesagt haben, die hatten eine rechtsextreme Motivation. Das da zum war Beispiel, doch bei dem einen auf jeden Fall nicht. Ne? Und genau darum ging es mir jetzt. Das wollte ich gerade nochmal ergründen, weil mir war so, dass es zumindest bei einem Fall schwierig war. Also jetzt zum Beispiel bei dem in Hanau. Oh Gott, ich werde jetzt wahrscheinlich wirklich hier was verwechseln. Aber das war doch, der eine zum Beispiel hatte doch wirklich buchstäblich so ein Manifest oder sowas geschrieben. Genau, der doch wirklich von wegen, er wird in seinem Kopf abgehört von der CIA und so. Wisst ihr, also, wo es so generell ums Thema Verschwörungstheorien ging. Ja, auch, er hatte die Startaufstellung für die Bundesnationalelf in seinem Kopf, womit sie das Finale gewinnen. Und die wurde ihm dann vom BND geklaut oder irgend sowas. Also das war... höchst wirr. Das, ja. Das, und, ja.
Das war warte, wo ich jetzt einhaken will, weswegen ich hier, ich kann das jetzt wirklich in der Kürze der Zeit ne, erfassen. Das Problem ist, der kann zwar Wirr sein, aber trotzdem rechtsextrem, weißt du? Also, soweit ich das in Erinnerung habe, der hatte ein Manifest geschrieben, mit diesen ganzen lustigen Sachen, die wir jetzt erzählt haben, und noch vielen weiteren. Ja, ja. Und da war nichts von, alle Juden müssen sterben drin. Und kurz bevor er den Anschlag gemacht hat, oder diesen Amoklauf, hat er noch dieses Manifest sozusagen geupdatet. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass ein gefestigt Rechtsradikaler in der letzten Sekunde fällt ihm ein, ja, ich bin übrigens Rechtsradikal, ich schreibe das mal auf. Das ergibt halt null Sinn. Aber das Ziel, so wie ich das hier lese, waren tatsächlich 9 Personen mit Migrationshintergrund. Na gut, weil er halt in diese Shisha-Bar gegangen ist, oder? Ach Gott, tut mir leid, ich tue jetzt wirklich... Es tut mir ein bisschen leid für die Zuschauer, wenn ich jetzt hier so viel Unsinn erzähle, also so viele Sachen, die nicht stimmen, weil ich mit dem Fall mich wirklich nicht so beschäftigt habe. Ich kann die beiden auch immer schlecht auseinanderhalten, gebe ich zu. Die Interpretation, die halt aufgekommen ist, dass der Typ gemerkt hat, oh, diese Rechtsschiene, die bringt mir besonders viel Aufmerksamkeit. Ach so. Und deswegen packe ich das halt noch mit in mein Manifest rein. Kann alles sein. Ich würde tatsächlich sagen, hier ausnahmsweise geben wir denen mal den Punkt, weil wir da noch nicht ausreichend informiert sind. Oder ja, ich würde sagen, aus meiner Sicht. Bei einem Fall, das war kein Rechtsradikaler. Also wen 3 Minuten vor der Tat einfällt, ich bin übrigens rechts, das ist kein Rechtsradikaler, sorry. Ja, wenn das so ist, das dann ist so eine, natürlich Quatsch. Das wäre dann so eine Clickbait-Hure. Und bei dem anderen Fall, da gebe ich dem gerne den Punkt. Dann ist das halt so. Ja. So, und jetzt kommt dieses Skobel, jetzt kommt wahrscheinlich dieses Talk-Format. Mal sehen, was abgeht. Die sozialen Medien sind asozial, insofern sie ein Ausgangspunkt sind für Hass, Diskriminierung und Gewalt. Statt technologisch Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen und Gemeinsamkeiten zu entdecken, wir kommen da noch drauf, streuen sie das Gift der Menschenfeindlichkeit. Und genau das ist unser Thema heute und das sind meine Gäste. Keiichi Madubuko, sie ist promovierte Soziologin, Journalistin, Referentin und Diversity-Trainerin. Sie veröffentlichte unter anderem das Buch Empowerment als Erziehungsaufgabe und zahlreiche Artikel zu den Themen Umgang mit Rassismuserfahrung, Empowerment für Kinder und Jugendliche und lehrt an den Universitäten Kassel und Koblenz. Christian Gollen ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte und ihre Didaktik an der Universität Koblenz-Landau. Seit Januar 2020 ist er Prodekan für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs. Rassismus ist eines seiner Forschungsgebiete. Und ich begrüße Ulrich Wagner, er ist Professor für Sozialpsychologie an der Philipps-Universität Marburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Intergruppenkonflikte, Aggression und Gewalt sowie deren Prävention. Darüber hinaus koordiniert er verschiedene Interventionsprojekte zur Prävention von Vorurteilen und Gewalt. Schönen guten Abend zusammen nochmal. Also, wir haben jetzt hier... Oh, sorry, ich wollte auf Pause haben. Drücken. Ja. Ich wollte nur sagen, wir haben jetzt hier also gar keinen Kontra zu erwarten von den dreien, oder? Also ja, aber an sich ist es, bis auf diese Diversity-Frau, eine relativ neutrale Runde im Moment noch. Kann natürlich sein, dass die beiden Professoren oder was es jetzt war, dann hart die linken Talking Points raushauen. Das ist möglich. Und das aber vermute ich eher, weil so wenn du so bist in so einem Bereich, dann willst du da auch Professor bleiben. Und dann machst du es dir nicht gerade gemütlich, machst du dir nicht gerade Freunde, wenn du das anzweifelst, das herrschende Narrativ. Und dann ist dein Lehrstuhl in Gefahr. Aber so rein vom Grundsetting könnte man hier was erwarten. Okay. Finde ich, ist ein gutes Fazit, ja. Worüber reden wir, wenn wir über Rassismus sprechen? Wir reden über eine Lebensrealität von Menschen in... Jetzt kriegen wir endlich Beispiele, liebe Zuschauer, für Rassismus. Und Vorurteile. Genau, endlich nach, was sonst 3 Folgen macht der Vorurteile. Ja, die Doku, die macht der Vorurteile, konnte uns irgendwie nur ein läppisches Beispiel für Rassismus liefern, was denen widerfahren ist, den Personen. Die Wohnungssuche war es, glaube ich. Das Beste war mit der Wohnungssuche und dann das andere, dass die als Negerin bezeichnet wurde von einem Sportlehrer. Hart. Deutschland, von Kindern in Deutschland, die für Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, oft nicht sichtbar sind. Es ist im Zusammenhang mit Rassismus besonders auffällig, dass es ein Thema ist, das für die einen die Wahl besteht, darüber reden zu wollen oder sich dem widmen zu wollen. Und für bestimmte Menschen gibt es diese Wahl einfach nicht, weil es zu ihrem Alltag gehört, von Kindesbeinen an. Sie hat jetzt nichts gesagt, ne? Sie hat gar nichts gesagt. Kein Beispiel. Nee, tatsächlich nicht.
Also vielleicht kommt das ja noch. Geil. Vielleicht kommt das ja noch. Aber was ich jetzt hier schon mal an dem Punkt interessant finde, ist natürlich, naja, immer dieser Erziehungsfinger, weißt du? Wir müssen den Weißen was beibringen, was die noch gar nicht wissen über Rassismus, weißt du? Das, weil die sind doof, die verstehen das nicht. Wir müssen sie indoktrinieren. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja immer bei diesen Punkten. Das ist halt immer dieses Critical Race Theory Ding. Das ist sich, und vor allem dieses sich explizit an Weiße richten. Also in der Richtung, die irgendwie belehren wollen. Ja, die weiße Rasse, die es gar nicht gibt, ja. Ohne. Also weswegen ich das mache, das ist halt, naja, irgendwie, mir fehlt ein bisschen das Ergebnisoffene vielleicht, aber ich lege da jetzt schon viel in den Mund. Mal sehen, wie es weitergeht. Und der Begriff Rasse selber, das ist ja im Moment in der Diskussion so ein bisschen schräg. Ne? Wir wissen, der Begriff Rasse ist biologisch völliger Stoß, wissenschaftlich völliger Stoß. Okay. Es wird einfach mal wieder so hingelegt, ja. Daut, also hartes Anzweifeln an mir von meiner Stelle. Rasse ist biologisch und wissenschaftlich völliger Schluss, meine ich. Ja, und Punkt. Das ist halt so. Also, das ist ein Naturgesetz. Auch da, wir hatten ja letztes Mal, hatte ich ja vorgelesen, hier diese Definition von Rasse im Kompaktlexikon Biologie. Ich glaube, wir wollen das jetzt nicht nochmal durchdeklinieren, aber ging es per se darum, dass eine Rasse dann definiert ist, wenn du irgendwie, ich glaube, 7% Unterschiede ausmachen kannst. So. Ich werde es jetzt falsch erzählen, egal. Auf jeden Fall ging es letztlich um Unterschiede zwischen Gruppen. Es ist ja auch egal, dann nennen wir das halt Ethnien. Das ist halt auch bloß nach dem Motto, oh, Rasse ist so ein böser Begriff. Ja, das ist Augenwischerei. Dann, ja. Dann ist man halt ein, man kann es kaum aussprechen, Ethnist oder so, statt Rassist. Ja, tolle Sache. Genau, du verschiebst dann den Begriff. Aber die Unterschiede bleiben. Ja. Die Unterschiede bleiben, ja. Ah, Gott. Na gut. Ich habe jetzt gerade tatsächlich wieder hier dieses Biologie-Lexikon offen mit dem Rassebegriff. Ja. Da ging es. Ich gehe doch vielleicht nochmal zu diesem Kernsatz, der mir da mal aufgefallen ist. Als Kompromiss hat sich die sogenannte 75%-Regel bewährt. Demnach dürfen Teilpopulationen einer Art, also eine Art wäre jetzt zum Beispiel der Mensch, dann als Rasse mit einem eigenen Namen belegt werden, wenn mindestens 75% der Individuen einer Population von Individuen anderer Populationen der Art unterscheidbar sind. Und das ist ja genau der Fall. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Leute, die in Südafrika nämlich nicht in Kongo wohnen oder so, weißt du? Und dann nehmen wir Leute, die jetzt in Holland wohnen. Ja, auch da schwierig. Nimm die Isländer, dann wird es einfacher. Nehmen wir Isländer, genau. Und dann gucke ich, tun sich 75% der Isländer von 75% der Kongolesen unterscheiden anhand eines Merkmals. Und was halt das Allereinfachste ist für Menschen, weswegen das auch so naheliegend ist, ist nun mal auf äußerliche Merkmale zu gucken, wie die Hautfarbe. Und natürlich würde man sagen, ja, wenn ich mir 100 Isländer nehme und 100 Kongolesen, dann werde ich mindestens 75 anhand der Hautfarbe eindeutig einer der beiden Gruppen zuordnen können. Dann wäre das jetzt nach diesem Kompaktlexikon Biologie, wäre das tatsächlich nach dieser 75%-Regel schon ein Merkmal für eine Unterscheidung nach Rasse. A.k.a. du bist ein Rassist, ja. Kann sein, ne? Hat man ja auch schon geklärt. Ich liebe halt dieses Video vom Among the Wounds. Da ging es ja um diese In-Group-Out-Group-Präferenz. Letztlich ist das ja einfach nur ein anderer Begriff für Rassismus. Also dieses Denken haben wir nun mal alle in uns. Das ist so in uns angelegt. Na klar, wer gehört zu uns und wer nicht, ja. Schwierig wird's, wenn man sein ganzes Leben danach richtet. Also wenn man daraus, dass man unterschiedlich ist, eine Wertung abgibt, dass man höher oder niedriger ist, dann wird es halt problematisch. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Das ausgedrückt. Das verstehen diese Leute nicht, dass die Anerkennung der Unterschiede ist halt nicht rassistisch. Es ist einfach, die sind halt da. Ja. Und fertig. Aber das wird ja auch wieder. Es ist ja schon übergangen worden. Die Wissenschaft sagt das so und fertig. Ja, ich will da an der Stelle nochmal einhaken, weil du sagst, die Unterschiede, zum Beispiel sind wir jetzt beim Thema IQ. Es ist ja nun mal so, ein höherer IQ wäre ja wünschenswert als ein niedrigerer. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich tue das realistisch sehen,
dass nun mal bestimmte Gruppen einen niedrigeren IQ haben als andere. Also zum Beispiel in Afrika ist der IQ halt geringer als jetzt in China oder bei uns oder bei den Ashkenazi-Juden. Mhm. Dann haben wir diese Unterschiede, aber ich finde das Wort, was du richtig gesagt hast, was total wichtig ist, eine Wertung. Also klar, dann ist jetzt vielleicht der weniger klug, der in Afrika wohnt. Aber das heißt ja nicht, dass er ein schlechterer Mensch ist oder so. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ist ja auch spannend, weil Linke dann immer einführen, IQ ist nicht alles. Aber ist es ja, nämlich auch nicht. Und darum geht es ja eben. Genau. Es ist nicht alles. Genau, cool. Genau. Das wollte ich jetzt an der Stelle auch nochmal rausstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, was ich auch offen so sehe, klar, realistischerweise, dass die nun mal einen niedrigeren IQ haben, das heißt nicht, dass die per se schlechtere Menschen sind oder so. Aber ja. Es sind nun mal die Fakten, so wie sie sind. Und ich würde jetzt sogar ein bisschen widersprechen, also diese These, dass höhere IQ eigentlich besser ist, so Leute mit IQ, das ist 300, das wären schon ganz schöne Autisten schlussendlich sein. Ja, ja. Und das ist ja auch nicht alles. Ne? Das sind dann solche Leute, ja, mit denen du echt schwierig verkehren kannst. Also ich denke, da gibt es schon so einen Sweet Spot, um mal das englische Wort zu bemühen. So eine Wohlfühlzone. Ja. Ja. Ich merke schon, das Thema treibt uns um. Ja. Wir sind 6 Minuten im Video, haben schon eine halbe Stunde erzählt. Okay. Ja. Ich glaube, wir sind beide froh, dass es mal nicht um diese Hypersexualisierung geht. Ja, jetzt haben wir mehr zu erzählen. Genau, okay. Mal sehen, was. Vielleicht bringt sie jetzt noch Beispiele. Bitte gib uns Beispiele für Rassismus, für alltägliche Rassismuserfahrungen in Deutschland. Das wäre richtig toll. So. Zweifel. Wir reden natürlich von Rassismus weiterhin. Es ist total wichtig, über Rassismus zu sprechen. Ich glaube, dass die Idee, den Begriff aus dem Grundgesetz zu nehmen, eine gute Idee ist, aber nur dann funktioniert, wenn sie auch aus den Köpfen der Menschen genommen wird. Mhm. Und dieses aus den Köpfen der Menschen nehmen ist eben ein Prozess, der im Grunde auch schon seit Jahrhunderten abläuft und im Grunde nicht so einfach ist wie einfach ein Strich, den man irgendwo in einem Gesetz durch. Auch hier, ich muss hier nochmal einhaken. Und das ist so ein ganz typisches Ding. Die erklärt es doch gerade selber. Seit Jahrhunderten versuchst du, oder seit Jahrhunderten tun Leute, andere Leute anhand äußerlicher Merkmale unterscheiden. Oder sie haben halt rassistisches Denken, wie sie jetzt das hier ausdrückt. Weil das im Menschen so angelegt ist. Du wirst das auch nicht ändern können. Da kannst du noch 1000 irgendwelche Critical Race Theory-Kurse machen und Weiße umerziehen. Das wird nicht gehen. Das ist immer bei solchen linken Dingern. Ich sag das immer so, bei den Linken ist das so, ja, wenn meine Theorie kann nicht falsch sein, die kann nicht falsifiziert werden, sondern die Menschen. Also, wenn meine Theorie nicht stimmt, muss man halt die Menschen umerziehen, dass die Theorie dazu stimmt. Also, damit das klappt. Ja, dann müssen wir halt die Menschen umerziehen, dann klappt das auch so mit dem, wie ich das denke. Gott, da gab es auch mal diesen Spruch hier, Wenn das Volk nicht die Partei wählt, dann muss die Partei sich halt ein neues Volk suchen, so sinngemäß, ne? So genau, anstatt dass sich die Partei oder hier die Ideologie oder irgendwas da anpasst an den realen Menschen, wird halt der Mensch drauf angepasst. Ja, dann müssen wir die umziehen, die Leute. Und ich finde es eigentlich sehr interessant, also so, wenn ich so meine Elterngeneration höre, die sagen immer so in den 80ern, da war das gar nicht so, da war das eigentlich gar kein Thema mit so Rassismus. Und da gab es ja schon so, keine Ahnung, irgendwelche schwarzen Leute in den Filmen, das war ja damals relativ normal, ne? Hm. Und jetzt ist es erst irgendwie wieder so hochgekocht worden. Also, irgendwas macht ihr falsch, meiner Meinung nach. Ich denke, das liegt tatsächlich an der Masse. Also, dass die Masse halt sehr stark zugenommen hat. Und naja, dass das irgendwie natürlich dann auch das Selbstbewusstsein der außenstehenden Gruppe hier stärkt, dass man sagt, naja, wir sind ja immer mehr und wir müssen jetzt hier für uns mehr erkämpfen, wir müssen jetzt bessere Posten haben und so in der Mehrheitsgesellschaft. Und damals hat man sich halt, weil man in einer sehr viel schmaleren Position war, hat man sich einfach der Menge gefügt. Und sagt, naja, also tue ich mir so gut wie es geht hier das Leben einrichten und stelle jetzt keine hohen Ansprüche. Keine hohen Forderungen. Du meinst jetzt ist man so Integration und Assimilation? Mensch. Ja, soll es mal gegeben haben. Genau, jetzt fordert man das einfach andersrum. Ja, das Integration, das ist natürlich keine Bringpflicht, sondern das ist ja auch eine Bringpflicht des Gastgeberlandes. Und da ist ja all diese Vokabeln, die da rausgekloppt werden. Ah! Und glaubst du, es kommt noch ein richtiges Beispiel? Ich bezweifle es komischerweise hart, aber es liegt vielleicht auch an der Fragestellung.
Du merkst, ich bin ein bisschen sanft mit der Frau. Ja. Ich mach mal weiter, ja? Ja, bitte. Streich, das wäre schön, wenn dann die Lebensrealitäten der Menschen sich auch verändern würden. Aber wir haben die Institutionen, die verändert werden müssen. Wir haben die Denkstrukturen, die verändert werden müssen. Wir haben Alter, Denkstrukturen müssen verändert werden. Alter, nein! Und Institutionen. Keinen, ne? Gesellschaftlichen Bereich, der nicht von Rassismus durchzogen ist. Und das ist natürlich Wunschdenken, das so einfach zu eliminieren. Herr Göllen, Sie schreiben das auch im Vorwort zur neuesten Auflage Ihres Buches Geschichte des Rassismus. Wie gehen Sie damit um? Mit dem Begriff? Ja, mit dem Begriff, von dem wir ja wissen, eigentlich ein... Ja, aber es gibt, also ich würde zunächst mal sagen, dass es eine Menge Dinge gibt, die wir begrifflich bezeichnen, von denen wir dann aber nicht so genau wissen, wie wir sie eigentlich definieren wollen, wenn wir genauer darüber nachdenken. Der Rassenbegriff ist nun tatsächlich einer, der seit Jahrhunderten sozusagen mit Lügen assoziiert ist und mit falschen Aussagen. Aber ich würde hier auch sagen, dass die Streichung dieses Begriffs, ob aus dem Grundgesetz oder aus sozusagen anderen Texten, sicherlich überlegenswert ist. Das Problem ist aber gerade, dass heute rassistische Denkweisen und auch rassistisches Verhalten meist überhaupt nicht an diesen Begriff gekoppelt ist. Kein Rassist benutzt den Begriff Rasse heute mehr. Das wäre strategisch ziemlich dumm. Ja, und da fragt man sich, ob es Sinn macht, den sozusagen zu streichen, genau. Ja. Herr Das war ja mal ein guter Beitrag tatsächlich, der erkannt hat, dass diese euphemistische Tretmühle halt existiert. Ne? Mhm. Du verbrennst halt einen Begriff und es wird sich halt ein neuer dafür gesucht, weil der Begriff anscheinend Benutzungsbedarf hat. Und dann nimmt man halt den neuen Begriff. Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Also, warum? Da waren für mich ja schon so diese Schlagwörter irgendwie so drin. Ja, es ist von Lügen geprägt und ja gut, das konnte man ja sehr zweideutig auslegen. Gut, ne? Stimmt, und mangels jetzt, das waren nun mal keine harten Beispiele, die ich jetzt bringen konnte in der kürzester Zeit. Ja, auch hast recht, okay, im Zweifel ein Anklagen. Ja. Na, was sind denn die Auswirkungen von Rassismus? Rassismus hat natürlich massive Auswirkungen auf die davon unmittelbar Betroffenen, also auf die... Gib uns mal bitte ein Beispiel. ...rassistischer Diskriminierung und rassistischer Gewalt. Aber Rassismus hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaften, die Rassismus pflegen, weil es verändert Denkstrukturen in Gesellschaften, es greift demokratische Prinzipien an, es greift im Grunde unsere Vorstellungen davon an, wie wir zusammenleben wollen, wenn wir auf nahezu beliebige Art und Weise Gruppen herausdefinieren und die mit negativen Merkmalen versehen und das als eine Rechtfertigung dafür sehen, sie ungerecht zu behandeln. Ich lache die ganze Zeit, weil es kommt halt nichts Substanzielles. Es kommt kein Beispiel. Also ich habe das ja mal so gelernt, du kannst so eine These anbringen und dann ist es immer von Vorteil, wenn du 1, 2, 3, 4 Beispiele dafür bringst. Sonst kannst du halt über alles reden, aber es kann halt auch völlig ausgedacht sein. Und hier ist es bis jetzt auch substanzlos ohne Ende. Völlig substanzlos, ja. Ich hoffe, das ändert sich hier noch. Also, zweifelsfach. Das ist so dieses, gerade bei dem, ich finde so voll dieses professorale Sprechen. Er hat den Gestus drauf, ne? Ja. Ja, und genau. Also, und so ist es ja, wenn man jetzt in einem Soziologie-Lehrbuch unterwegs ist, dann bringst du da tatsächlich auch wenig Beispiele. Dann schreibst du das halt so, wie es vermeintlich ist. Und ja, Beispiele, das machst du dann im nächsten Band. So, das müssen irgendwelche Studien, dann würde ich deine Theorie beweisen. Aber die Theorie ist erstmal Theorie. Oder du machst so einen Querverweis auf so einen 500-Seiten-Wälzer, wo dann mal ein Beispiel auf Seite 380 steht. So. Ja, genau. Und das hasse ich auch immer. Literaturverweise ohne Seitenangaben. Ich habe immer Seitenangaben gemacht. Ja, das finde ich echt, das ist eine absolute Unsitte. Ja, schau mal nach. Gesammelte Werke von Karl Marx. So, oder so. Schau da mal bitte nach, da steht das schon drin. Es würde ja schon das Kapital reichen. Ne? Das wäre ja schon hart genug, sich dann da durchzuwühlen. Ja, das ist richtig, ja. Rassismusbegriff, zumindest in meiner Disziplin, ist der Begriff mittlerweile auch weiter gefasst. Es gibt in der Wissenschaft natürlich völlige Einigkeit darüber, dass es so etwas wie die biologische Rasse nicht gibt. Aber wir sind auch aufgrund unserer psychischen Ausstattung. Warte mal. Jetzt musst du leider wieder reingrätschen, ne? Ich muss wieder kurz zurückmachen. Hat er gesagt, warte, stopp. In der Wissenschaft natürlich völlige Einigkeit darüber, dass es so etwas wie die biologische Rasse nicht gibt. Es gibt in der Wissenschaft die völlige Einigkeit, dass es die biologische Rasse nicht gibt. Es ist immer sehr spannend, vor allem, wenn es immer heißt, die Wissenschaft, die lebt vom Streit, ne? Ja, und entwickelt aber sich dadurch weiter. Aber da sind sich alle, die Wissenschaft mal wieder, die ist sich da völlig einig. Ja.
Und da wird es auch gar keinen geben, der vielleicht auf die Idee kommt, diese Definition, die ich vorhin vorgelesen habe, die sich ja ganz allgemein auf alle Arten von Tieren bezieht, die vielleicht auf Menschen so beziehen. Nee. Wir stehen ja außerhalb der Evolution mittlerweile. Wir sind so weit entwickelt, ne? Ja, wir sind einfach viel besser und toller. Ja. Also auch vielleicht an den etwas normaleren Zuschauer. Ich glaube, der Hauptpunkt, der uns hier sauer aufstößt, ist dieses, dass sich alle Wissenschaftler auf der Welt, also diese Behauptung, alle Wissenschaftler auf der Welt sind sich in diesem Punkt total einig. Da stellen sich die Nackenhaare auf, weil wann sind sich denn 20 Leute mal einig in irgendeinem Punkt? Da gibt es immer einen, und wenn es zum Trollen ist, der sagt, das sehe ich anders. Ja. Und dann hast du diese riesige Wissenschaftskathedrale mit, ja, weltweiten Wissenschaftlern, die in verschiedenen Wertesystemen auch groß geworden sind. Es ist unglaubwürdig. Es ist halt eine Lüge. Es ist wirklich eine Lüge. Also das ist jetzt hier einfach eine Lüge, so eine Art Autoritätsargument. Ja, die Wissenschaft sagt das, die Wissenschaft unterstützt meinen Punkt. Weißt du, und du tust das gar nicht weiter untermauern. Also, wie du sagst, das ist eine Lüge. Das kann gar nicht sein, dass von Millionen Wissenschaftlern, die es auf der Welt gibt, alle einer Meinung sind. Das ist statistischer Unsinn. Und selbst wenn das so wäre, dann wäre es ja äußerst verdächtig. Also wir reden ja jetzt hier nicht von, dass ein Apfel nach unten fällt von solchen Sachen. Wir reden ja hier von biologischen und soziologischen Forschungsfeldern schlussendlich. Und wenn da alle einer Meinung sind, dann ist das sehr, sehr bedenklich schlussendlich. Denn das heißt ja, entweder wird uns das angelogen gerade, oder wir werden gerade angelogen mit dieser Aussage, oder irgendjemand ist so mächtig, dass er alle dazu zwingen kann, das zu sagen, ohne dass sie es glauben. Und beide Optionen finde ich nicht gerade positiv. Ja, beide sind nicht gut, gar nicht gut. Ja. Oh je. Aber wir sind auch aufgrund unserer psychischen Ausstattung in der Lage, sehr schnell Kategorien zu schaffen, Gruppen zu schaffen, zu definieren, zu benennen. Die können sich an Rassemerkmalen festmachen, aber moderner Rassismus äußert sich zum Beispiel auch darin, dass man unterstellt, da gibt es andere Kulturen. Da klopft der Rassebegriff gar nicht mehr auf. Die sind so anders als wir. Sag mal, okay, ich lasse ihn das mal zu Ende bringen. Der will mir doch nicht gerade wirklich sagen, es gäbe nicht verschiedene Kulturen. Jetzt setzt er das hier so in Anführungszeichen sprachlich. Gottes Willen! Die gedachte homogene eigene Kultur, und das ist dann die Rechtfertigung dafür, die anderen zu diskriminieren. Sie heult auch noch. Auszugrenzen. Also die moderne Form von Rassismus konzentriert sich nicht mehr unbedingt auf diese biologische Form von Rasse, sondern definiert Unterschiedlichkeit als unabänderlich. Können wir vielleicht nochmal kurz zurückgehen, weil wir jetzt immer so ungläubig pausiert haben. Lass uns nochmal seinen Punkt gesamt hören, damit das richtig die Absurdität rauskommt. Ja, bitte, okay? bitte mach das mal. Das ist, achso, ich mach das gern für dich. Das ist so absurd, was der hier ablässt. Also vor allem, dass er wirklich jetzt gerade diese Kulturen absprechen will. So, hier fängt er an zu spurgeln. Gibt. Aber wir sind auch aufgrund unserer psychischen Ausstattung in der Lage, sehr schnell Kategorien zu schaffen, Gruppen zu schaffen, zu definieren, zu benennen. Die können sich an Rassemerkmalen festmachen, aber moderner Rassismus äußert sich zum Beispiel auch darin, dass man unterstellt, da gibt es andere Kulturen, da klopft der Rassebegriff gar nicht mehr auf. Die sind so anders als wir, die gedachte homogene eigene Kultur, und das ist dann die Rechtfertigung dafür, die anderen zu diskriminieren und auszugrenzen. Also die moderne Form von Rassismus konzentriert sich nicht mehr unbedingt auf diese biologische Form von Rasse, sondern definiert Unterschiedlichkeit als unabänderlich. Und es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, das ist ein Definitionsprozess. Der existiert nicht wirklich zwischen den Gruppen, sondern es ist ein Zuschreibungsprozess von mächtigen Gruppen auf weniger mächtige. Und das rechtfertigt dann auch bestimmte Machthierarchien. Okay, also ich wäre gerade wirklich sauer. Oh nee, wenn ich mir vorstelle, dass wir uns das hier noch 50 Minuten geben wollen. Also gut, ich sage jetzt mal, der Linke ist vielleicht noch so ein bisschen normaler unterwegs, aber die anderen beiden in der Mitte, das wird ein hartes Kreisgewichse werden. Ja, und die wird jetzt ihm gerade schön... Sie wird ihn wahrscheinlich noch korrigieren oder sowas, pass auf. Das war nicht ganz auf Linie, das waren nur so 98% und an den zweien muss man arbeiten.
Vor allem auch diese. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auch so, ich tue mich ja ganz oft an so einfachen Vokabeln aufhängen, weil ich da immer merke, so, das kommt irgendwie aus einer bestimmten politischen Ecke. Auch hier an der Stelle, ja. Das ist so eine absolute Unsitte, finde ich, in der modernen Soziologie, alles auf Macht zu verkürzen. Also, dieser Begriff, wisst ihr, alles Machtbegriff. Die Mächtigen tun irgendwie die weniger Mächtigen unterdrücken. Und das macht uns modernen Gesellschaften aus. Also auch das ist eine harte Unsitte, finde ich, und dämlich. Also, und vor allem diese unterstellten Unterschiede bei den Kulturen, was er gesagt hat. Also, hä? Ja, das war hart geknirsch. Ja. Das war wirklich harte Knirsch. Vor allen Dingen, gerade hier ist ja so eine Frau mit Dreads. Und wenn jetzt hier so eine weiße Frau mit Dreads sitzen würde, dann würde ihr kulturelle Aneignung entgegengeschmissen werden. Also gibt's das nur oder gibt's das nur nicht? Ja, dann ist es auf jeden Fall kein unterstellter kultureller Unterschied. So, und vor allem reden wir über sowas Simples wie die Frisur. Ja. Und selbst da regen die sich schon auf diese Leute. Ja, weil sie nichts Besseres mehr haben. Das ist ja nur das Ding. Ne? Oh nee. Ich würde dir vielleicht in einem Punkt so ein bisschen widersprechen wollen. Also Gerne. Ich bin tatsächlich ein großer Fan davon, wenn man Dinge nicht verkompliziert, sondern halt runterbricht. Also wenn ich mal diese Politiker höre, die sagen, ja, also bei dem Problem, das ist so komplex, da gibt es keine einfache Lösung und so. Meistens eben doch schon. Ja, und auf welchen Punkt beziehst du dich davon? Das war jetzt bezogen, ja genau, auf dieser Machtschiene. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht immer stimmt, aber wenn man Sachen zu Ende denkt, ja, es geht sehr oft um Macht. Auf jeden Fall. Das würde ich gar nicht mal abdecken. Ja, oft, aber nicht immer. Ne? Das ist jetzt nicht verkehrt, der Gedankengang. Und ja, natürlich, Hashtag not all. Nee, warte, sorry, das müssen wir jetzt aber zum Beispiel hier auch mal ausdiskutieren. Ja, gerne, weil gerne. Das ist ja, können wir gerne machen, genau, weil das ist ja genau so ein Punkt. Weil vor allem bei diesem Machtding, dann hast du ja immer eine Gruppe, die höher steht, die Macht hat, und eine, die niedriger steht. Mhm. Und jetzt zum Beispiel hier, jetzt sind wir hier konkret beim Thema Rassismus. Dann impliziert das doch schon, dass nur die Weißen, weil sie die Machtposition haben, Rassismus ausüben können gegen Schwarze. Und das Schwarze, weil sie nicht Macht haben, keinen Rassismus ausüben können. Und das meine ich, das ist eine harte Verkürzung. Und das sehe ich generell als soziologieaffiner Mensch hart in der Soziologie. Also immer diese Verkürzung auf Macht. Und dann sind es halt immer die Mächtigen, die was machen. Auch beim Thema Feminismus von mir aus. Ist ja genauso. Dann ist eine vermeintlich mächtige Gruppe, sind dann nur die Sexisten, die Männer. Also, dass vielleicht auch Frauen an bestimmten Stellen Vorurteile haben oder so. Da würde ich mitgehen, aber du hast es meiner Meinung nach schon gesagt, das ist immer das Vermeintliche, also die vermeintlichen Machthaber. Und das ist halt der Punkt, also dass du sagst, Männer sind die Macht haben und Macht ausüben, dem würde ich halt widersprechen und sagen, es sind halt einige Männer und der Großteil der Männer an sich ist halt genauso machtlos wie der Rest der Bevölkerung, a.k.a. Frauen. Aber jetzt zum Beispiel nochmal bei dem Thema Rassismus, wenn du jetzt die ganze Zeit von den Mächtigen sprichst, dann wirst du doch dein, wenn du jetzt irgendwie zu Rassismus forschst oder irgendwas darüber schreibst, dann wirst du doch niemals über Rassismus von Schwarzen sprechen, weil die halt nicht die Mächtigen sind. Und das ist ja grunddämlich. Das ist ja null ergebnisoffen. Darum geht's mir. Aber halt auch nur, weil das Pendel im Moment so ist, ne? Es ist anti-weiß. Ist jetzt eine harte Vokabel, aber so ist es doch an der Stelle dann. Also gerade jetzt hier bei diesem Rassismus-Thema. Also es gab ja mal eine Zeit, da war Nordafrika so ein riesiges Piratennest. Das waren diese Babarasken-Brüder, nannten die sich wohl. Und das waren halt so, ja, Piraten, die halt die ganzen, also die haben mehr oder weniger das Mittelmeer lahmgelegt, so um, ja, kurz vor Napoleon war das so die Ecke. Und ja, die haben halt Sklaven genommen und weiße Sklaven, die haben sich gut verkauft und dann hatten die in dem Moment halt die Macht, die Leute abzuwerten. Also es ist jetzt nichts, was den Weißen in Stein gemeißelt ist. Es ist halt einfach, sie hatten die Macht, weil sie im Vorteil waren. Oder im vermeintlichen Vorteil. Es ist halt nicht. Ist richtig. Nicht fest. Aber er wird das halt. Naja. Er wird das halt hart verkürzt.
Ja, stimmt ja, schon. Gut. Okay. Ich denke, okay, du hast auch im großen Teil doch recht, ja. Wieder lang geschwafelt. Mal sehen, was jetzt hier die Schwarze da sagt. So. Du hast vorhin gesagt, das wird ein Kreisgewichse und genau das erwarte ich jetzt eigentlich. So. Dazu kann ich nur ergänzen, dass zwar der moderne Rassismus per Definition die kulturellen Hintergründe berücksichtigt, aber nach wie vor existiert die Vorstellung von biologischen, natürlich verbundenen Eigenschaften, die an zum Beispiel schwarze Menschen herangezogen werden. Der existiert auch noch. Wir haben diesen alten kolonialen Rassismus, der sagt, schwarze Menschen, ich sage es jetzt einfach mal so aufgezählt, haben eine starke, können gut singen und tanzen. Beispiele, es gibt endlich Beispiele. Jetzt kommen Beispiele. Können gut singen und tanzen, ja, von mir aus. Mensch, das ist positiver Rassismus, yes. Ja. Sind beweglicher, sind gut im Sport. Alles richtig, Schwarze. Wo ist das falsch, ja? Schau dir mal bitte Olympia an, zum Beispiel 100 Meter Lauf, Sprint, also diese ganze Laufdisziplin. Du siehst es nur noch Schwarze. Also, oder ich meine, selbst beim Fußball ist es ja immer mehr. Ich meine, wir haben immer noch eine mehrheitlich weiße Gesellschaft und da sind überproportional viele Schwarze dabei, weil man gut rennen können. Also, ja. Oder Basketball. Ja. Basketball, genau. Sachen, wo du rennen und springen musst. So. Per se, und das ist wirklich biologisch und als natürlich gegeben, genetisch totaler Unsinn. Auch das ist zum Beispiel etwas, was... Die sind genetisch totaler Unsinn. Die sagen, nee, das ist falsch. Also jetzt zum Beispiel wirklich dieses Läuferding. Also ich kann das jetzt nicht mehr, ich krieg das nicht mehr ganz so genau auf die Reihe, aber tatsächlich ist es so, dass bei schwarzen Menschen der Körperschwerpunkt irgendwie die Mitte ist, glaube ich, ein bisschen höher. Also sie sind oft ein bisschen länglicher und dass sie deswegen bessere Läufer werden. Da müssen mich jetzt nochmal die Zuschauer ein bisschen hart fact-checken. Kriegt es leider nicht so ganz auf die Schnelle. Aber vor allem, was jetzt bei der so klingt, es gibt gar keine biologischen Unterschiede, ne? Das war doch letztlich die Quintessenz. All diese Unterschiede, nee, das ist gar nicht so. Und alles aus. Ich muss jetzt mal hart reingrätschen bei dieser Frau. Also, es gibt ja diese ominöse Evolutionstheorie. Richtig? Ja, die ist ganz ominös, ja. Und die besagt ja mehr oder weniger, dass sich ein Lebewesen an die Umgebung versucht, bestmöglich anzupassen. Also wenn viel Sonne ist, dann kriegst du schwarze Haut und wenn weniger Sonne ist, dann wird deine Haut weiß und so weiter. Ja, also es ergibt ja irgendwie Sinn, wenn du in einer gewissen habitablen Zone lebst, dann passt du dich an diese an. Und dementsprechend ändert sich halt auch deine Biologie ein bisschen mit. Das heißt, wie du schon sagst, wenn es von Vorteil ist, so ein Gnu über 40 Kilometer zu jagen, dann wird sich dein Körperbau auch über die Zeit anscheinend anpassen an diese Situation und dann kannst du halt länger ausdauernder rennen. Ja, klar. Mensch. Und sie bestreitet es ja letzten Endes hier. Sie sagt, das gibt es gar nicht. Es gibt keine Unterschiede. Vor allem, wie der andere dabei noch nickt. Also, vielleicht verstehe ich gerade was nicht. Mal sehen, was sie noch so bringt. Also, Etwas, was nicht unbedingt Allgemeinwissen ist, im Alltagsrealitäten sind diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass es Rassismus widerlegt wurde, glaube ich, kein Allgemeinwissen, sondern man arbeitet damit. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit, mal uns allgemein aufzuklären, Bruder. Also zum Beispiel bei all diesen Punkten, vor allem weil all diese Punkte, die Sie gerade auch gesagt haben, einfach falsch waren, dass es da keine Unterschiede gibt. Ja. Also gut, den Ehenpunkt hier mit der Musikalität, also den würde ich der vielleicht nur am ehesten geben, weil das schwieriger zu beweisen ist, ja, und zu falsifizieren wissenschaftlich, aber jetzt gerade dieser Läuferpunkt zum Beispiel, Also, ja, wow, ja, Schwarze und Weiße sehen unterschiedlich aus, aber nee, das ist gar nicht so, das ist Rassismus, das ist widerlegt. Also ich glaube, Rassismus gegen Ausländer. Ich glaube, ein Sellner oder so hätte sie jetzt vielleicht gefragt, sind sie denn nicht schwarz und ich bin nicht weiß? Oder sowas. Also das Offensichtliche mal ansprechen. Ja. Das Problem ist, dann wird sie sich nur weiter verstricken in ihrem Geseier. Also, ja, das meine ich ja gar nicht. Ja, klar gibt es die Hautfarbe, aber alles, was dahinter steht. Ja, und dann machst du das Nächste. machst du den nächsten Punkt. Naja, wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit den Athleten? Ja, genau. Ist es denn jetzt so, dass die mehrheitlich schwarz sind da in bestimmten Disziplinen? Ja, das ist zufällig.
arbeitet damit, man hat immer noch die Vorstellung, es gibt immer noch diese Zuschreibung. Ja, wir müssen doch unterschiedlich sein, ne? Weil wir eine unterschiedliche Hautfarbe haben, also müssen wir... Aber das heißt nicht automatisch, dass ich gut singen und tanzen kann. Nur Oh, der Skobel macht den Sellner-Ersatz anscheinend. Weil wir unterschiedlich sind. Vielleicht sind Sie der gute Tänzer und ich bin die, die eigentlich nicht tanzen kann. Bin ich leider nicht, aber... Das kann ja auch sein. Also das Problem... Okay, das war jetzt wieder dieses klassische... eigentlich hat er einen Punkt gemacht, aber ich ziehe mich jetzt auf diese Einzelbeispielgeschichte zurück. Aber es geht ja bei diesen Sachen eigentlich immer, so habe ich es verstanden, ums gesellschaftliche Gros. Ne? Also es gibt auch Schwarze, die können nicht gut tanzen. Um jetzt mal bei diesem behinderten Beispiel zu bleiben. Das ist natürlich clever, ne? Du kannst dich dann immer so zurückziehen. Also ich kann ja gar nicht tanzen. Also das ist ja Blödsinn, was ihr da erzählt. Die hat das schon gut durchschaut, wie man das am besten macht. Was denn? Nee, ach Gott, das ist... Ach, das geht, nee, wir machen mal weiter. Also, wir sind erst bei 10 Minuten. Ich bin eigentlich jetzt schon dabei, wirklich nach den Versätzen, dass ich mir ein hartes Urteil über diese Frau hier geben will. Also, ich wollte jetzt schon was loswerden. Das machen wir dann vielleicht eine halbe Stunde später. Okay. Dem ist die automatische Zuschreibung und dann das Leben damit. Sie haben vorhin gefragt, wie wirkt das auf einen Menschen? Die Wirkungsweise ist sehr nachhaltig, wenn sie eben schon von klein auf so erlebt wird. Wenn man immer mit Zuschreibung reagieren muss auf das, was wieder natürlich immer wieder kommt, dann macht das selbstverständlich was mit einem. Herr Gollen, eigentlich muss man es nicht mal wiederholen. Also das, was wir aus der Genetik wissen, wir kommen alle aus Afrika. Wir haben, der Rassenbegriff, der biologische ist... Entschuldigung, dass ich nochmal pausiere, aber ist das immer noch Stand der Forschung mit der Afrika-Geschichte? Ich hätte mal gedacht, das wäre sogar im Mainstream angekommen, dass das im Moment so ein bisschen auf der Kippe steht, oder? Bin ich da verkehrt? Und genau das ist es, ja, es ist richtig, die Out-of-Africa-Theorie, das war so, naja, bis Ende letztes Jahrhundert war das so der heiße Scheiß, aber das ist erst so die letzten 10 Jahre und so ist das unter Beschuss geraten. Ich glaube, der ein Punkt war immer, dass man so diese fehlenden Glieder, also diese Missing Links zwischen den verschiedenen Stadien hat nicht erfinden haben können, trotz aller archäologischen Versuche, ne? Also da fehlten halt immer so ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende. Eher Jahrtausende. Ja, es ist... Ach Gott. Aber es ist anscheinend noch nicht so ganz marktreif, könnte man sagen, ne? Ja, das ist ja wirklich der Typ, auch jetzt hier, er sagt nochmal, der biologische Rassebegriff ist völlig, völlig absurd, so... Ich habe dir vorhin diese Definition vorgelesen. Ja, völlig absurd, was da steht. Ne? Hab ich dir zu viel von diesen Herren versprochen? Der triggert mich wirklich hart. Das ist krass. Ich sehe den zuerst mal, aber... ist schon ein bisschen so ein Scharfmacher. Ja. Völlig unsinnig auf Menschen völlig anwendbar. Unsinnig. Der ist noch nicht mal auf Tiere anwendbar. Also, ich bin raus. Okay, war schön mit euch. Also hier wird wirklich alles negiert. Es gibt keine kulturellen Unterschiede. Es gibt nicht mal zwischen Tieren rassische Unterschiede. Ja. Verschiedene Hunderassen, die gibt es gar nicht. Das denkst du dir nur, dass die unterschiedlich aussehen. Das ist aber gar nicht. Also ich identifiziere mich übrigens als Makrele. Pff, gar kein Problem. Ja. Oh Gott. Deswegen. Also hier wird ja wirklich alles... Also ein Finnwal und ein Buckelwal sind keine... Ja, alles. Alles. Und jetzt, jetzt bringt er ein Beispiel. Ich bin gespannt. Okay. Unterschiedliche Rasse von Walen, das macht überhaupt keinen Sinn. Wie kommt das denn in Ihrer Disziplin an? Ist das? Warte mal, was? Können wir nochmal zurück, bitte? Ja, bitte, mit den Buckelwalen jetzt. Das sind ist völlig unsinnig auf Menschen anwendbar. Der ist noch nicht mal auf Tiere anwendbar. Also ein Finnwal und ein Buckelwal sind keine unterschiedliche Rasse von Walen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie kommt das denn in... Finnwal und Buckelwal sind kein... Hä? Was ist denn dann sonst der Unterschied? Ist das jetzt wieder so ein, dass man das dann nicht Rasse, sondern Art nennt? Ist das jetzt der Zauberkniff? Ja, oder eine Gattung und so, sowas wird sein, so, wisst ihr? Oh, das ist ein Taschenspielertrick hier. Es ist halt Semantikgewichse am Ende des Tages. Ja. Also, wir tun uns über Begriffe unterhalten. Man umschifft den rosa Elefanten im Raum damit. Ja, ja.
das denn in Ihrer Disziplin an? Ist das durchgesickert? Doch, das ist schon, also in meiner Disziplin der Geschichtswissenschaft, das ist schon lange durchgesickert. Aber ich möchte gerne noch was sagen. Ja, siehst du, und du wolltest vorhin sagen, ja, der wäre vielleicht noch so ein bisschen objektiv. Nee, also bei mir ist es natürlich, also bei uns ist das natürlich durchgesickert. Rassen gibt es gar nicht und so und überhaupt. Und das ist ja alles Lesen von früher. Ich glaube, er wird, also ja, ich gebe dir recht, dass ich mich da wahrscheinlich ein bisschen vertan habe. Er ist wahrscheinlich so dieser, der CDU-Historiker so. Ja. Ne? Also ja, ihr habt schon recht mit allem, was ihr sagt, aber können wir das ein bisschen langsamer machen? Ein bisschen langsamer, ja, ein bisschen wertkonservativer bitte. Ergänzen was? Ja, noch kurz. Du noch sagen? Sorry. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich würde sagen, wir lassen ihn vielleicht noch den Punkt machen, beziehungsweise bis ich vielleicht zu dem nächsten Talking Point komme und dann machen wir. Genau so hatte ich das jetzt auch geplant. Sehr gut, dass du das sagst, ja. Daran anschließt, aber auch an das, was gerade diskutiert wurde. Ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man den Rassismus zu schnell beschreibt als eine Überbetonung von Unterschiedlichkeit und als beschreibt als eine Ideologie, die Differenz festlegt. Unveränderlich, haben Sie gesagt. Also schon, was Sie ansprachen, wissenschaftsgeschichtlich stimmt das natürlich nicht. Seit der Evolutionstheorie sind Rassen veränderlich. Und ich glaube, was dazu kommt beim Rassismus, als einfach nur Differenz zu markieren und sagen, der oder die sind anders, ist, diese Andersheit ist gefährlich. Diese Andersheit bedroht mich. Und dieses Moment, glaube ich, das gehört mit zum Rassismus dazu. Und es erschöpft sich nicht dann, weil natürlich ist es so, dass wir auf allen möglichen Ebenen aufgrund der Art und Weise, wie wir denken, in Kategorien denken, in Differenzen und uns voneinander unterscheiden. Aber was den Rassismus ausmacht, ist, dass diese Unterschiedlichkeit und diese Unterschiede als etwas wahrgenommen werden, was in irgendeiner Weise bedrohlich ist, was gegen das man vorgehen muss, das man aus der Welt schaffen muss oder in anderer Weise bekämpfen muss. Und ich glaube, dieses Moment kommt oft in den Diskussionen etwas zu kurz. Und wie gesagt, es ist nicht nur Differenz, sondern es ist eine Differenz, die als gefährlich wahrgenommen wird. Und woher das eigentlich kommt. Das habe ich durch Sie und in Ihrem Buch gelernt eigentlich. Okay, ich will jetzt wirklich mal an der Stelle Schluss machen, weil jetzt, ich merke schon, hier kommt noch ein ganz anderes Ding, was der hier aufmachen will. Also der will sich wirklich mehr auf dieses Rassismus-Ding gehen. Also das, ja, mit der unterschiedlichen, naja, wie soll ich sagen, unterschiedlichen Behandlung von Leuten dann auch. Und ja, also weißt damit bei hat er ihr, ja recht, bei der tatsächlich. Frau, ja, klar, bei der Frau war Rassismus schon allein die Zuschreibung. Wenn ich sage, ja, schwarze Rennschneider, das ist schon Rassismus. Also andere Leute unterschiedlich behandeln oder so, sondern schon die Zuschreibung. Also ich glaube immer noch, dass der so ein bisschen tatsächlich neutral an die Sache rangeht. Könnte sein. Und ich kann mir auch vorstellen, er kriegt jetzt ein bisschen Gegenwind von den anderen beiden. Ich denke auch, so wie die gerade schon geguckt hat, hat mir widersprochen. Ich meine, die hat so ein bisschen so ein Heulgesicht. Es tut mir leid, dass ich der das jetzt unterstelle, aber die guckt halt immer so, als würde sie gleich losweinen. Entschuldigung dafür, aber. Also ich bleib dabei, der ganz links ist so noch der objektiv rangehendste im Moment. Was bei der Runde nicht schwer ist, tatsächlich. Also mal gucken, es ist vielleicht am Ende so ein Talkshow-ähnliches Format hier, 4 gegen 1, wie man das erkennt. Ja, inklusive Moderator, ja, genau. Mhm. Das kann gut sein. Aber es ist schön, es ist Matt und es schließt ja wirklich an diese Doku von damals gut an. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn noch mal so ein Spieler draus kommen oder sowas. Das wäre schön. Ja, Mensch, Tom, das hat mir jetzt wirklich viel Spaß gemacht, entgegen zu gewissen Honky-Vorschlägen. Ist das doch hier mal ein bisschen. Noch ist es gepflegt, also mal schauen. Ja, ja. Und das sind wir auch ein bisschen wieder mehr auf unserem Gebiet, glaube ich. Ja. Lässt du dich nicht gerne auspeitschen? Gott, Entschuldigung. Ja, da habe ich zum Beispiel weniger Erfahrung mit einfach. Ja. Oder auch mit was war's? Warte mal, Awareness-Teams. Ja, ich habe mich noch nie an Awareness-Teams beim Sex gewandt. Also, tut mir leid. Ja, gut, wir schweifen ab. Ja, okay, wir schweifen ab, genau. Zeit für das YouTube-Gebet, würde ich sagen. Ja, liebe Leute, einmal Amen. Amen. Ihr wisst, was das heißt. Und ja, ich bedanke mich auch bei dir und wäre bereit, die Tür zu schließen, wenn du meinst. Ja. Das ist so. Wir hören uns beim nächsten Mal zu Rassismus, das schleichende Gift mit Skobel. Genau, haut rein. Tschüss. Ciao.